Willkommen! Yeah! Sichere deinen Spielaccount vor einer Hackerattacke. Wow. Komischerweise wurde ich nicht einmal gehackt. Ja, ja. Aber leider wird man auch nicht gehackt, wenn man sein Passwort keinem gibt. Insofern könnte man jeden eigentlich bannen, der ankommt mit: Mein Account wurde von dem und dem gehackt. Also die könnte man, oder den Großteil könnte man wirklich sperren, weil sie ja eben ihr Passwort weitergegeben haben. Ist nun mal so. Ich glaube echt nicht dran, dass dann wirklich Hacker, angebliche Hacker, irgendwelche 12-jährigen Kiddies, die Accounts gehackt haben. Natürlich. Also, hä? Was kommen die Leute immer so? Mann, Mann, Mann. Ist aber wirklich krass, wie viele damit ankommen. Mein Account wurde gehackt! Hilfe, Hilfe, Hilfe! Kann mir denn einer helfen? Oh mein Gott, mein Account wurde gehackt! So ähnlich kommen die dann da an, sei es in Facebook oder wo auch immer. Oder keine Ahnung wo. Und dann heulen sie alle rum. Mein Account! Oh mein Gott! Ich habe das Passwort auch keinem gegeben, aber komischerweise weiß ein Freund von mir das Passwort. Ich weiß auch nicht wieso. Keine Ahnung. So ähnlich. Hä? Ich meine mal, ich habe auch Freunde. Ja, ich weiß, es können welche gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Ich habe wirklich Leute, die ich kenne und die mich kennen und mit denen man auch redet. Wow, wirklich creepy, aber ich weiß. Ist leider so. Und es ist komischerweise so, dass keiner von denen in der Lage war, meinen Account zu hacken. Aber komischerweise sind dann irgendwelche 11-, 12-jährigen Kiddies in der Lage, tausende von Accounts zu hacken. Ja, tut mir leid, also entweder hat man als Passwort "Ich bin behindert" eingegeben oder man gibt sein Passwort einfach weiter. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Also, hä? Jetzt mal ehrlich. Was erwartet man denn dort? Das ist es ja. Also ich... Mein Account ist ja nun nicht gerade der unbekannteste. Und ich glaube, dass es viele gibt, die schon mal versucht haben, mein Passwort herauszufinden. Doch leider ist es bis jetzt nicht einmal erfolgreich gewesen. Und das lässt darauf schließen, dass ich mein Passwort keinem gegeben habe. Aber wenn dann halt, wie gesagt, alle ankommen mit: mein Account wurde gehackt von meinem Freund. Ich weiß auch nicht, wie er an das Passwort gekommen ist, aber komischerweise hatte er es. Dann weiß ich nicht, aber solche Leute will man einfach, denen will man einfach nicht helfen. So. Das war zum Beispiel auch ein Grund, warum ich jetzt nicht wirklich Bock hatte, als Facebook-Mod irgendwie das mit Account gehackt und so, und hilf mir doch bitte. Und wo ich mir denke, Alter, wieso sollte ich dir helfen? So, ne? Wende dich an scheiß Support. Aber lass mich in Ruhe. Das durfte man natürlich nicht schreiben als offizielle Tanky-Stimme, sage ich mal dann, ja. Aber ich meine mal, wo ich mir denke, hä? Wieso sollte ich dem Typen helfen? Das liegt doch auf der Hand, dass... Weißt du, ich muss kein Professor für sowas sein. Aber wenn halt Leute ankommen und meinen, ihr Freund habe das Passwort oder komischerweise ist mein Account abhanden gekommen und das Passwort und so weiter, es wurde alles geändert und und ich kann ja nichts dafür. Hm? Jetzt mal ehrlich, auf wie viele trifft das zu? Leute, die ihr Passwort nicht einem gegeben haben. So, und die ein wenigstens halbwegs sicheres Passwort benutzt haben, also nicht sowas wie 1, 2, 3, 4, 5, 6 oder so. Die werden auch nicht gehackt. Denn, jetzt mal ehrlich, so eine Kombination herauszufinden. Habt ihr euch mal ausgerechnet, wie viele Versuche dafür nötig wären? Das sind einige. Und, na gut, ich will ja jetzt keine Behauptungen aufstellen, aber der Server sollte in der Lage sein zu checken, wenn irgendwie von einer IP-Adresse innerhalb von einer Minute 10.000 Anfragen kommen, dass er sich mit einem Account einloggen will, aber jedes Mal ein anderes Passwort, dann könnte man eventuell darauf schließen, dass er vielleicht den Typen hacken will, durch sowas eben, durch so eine, wie heißen die, Brute Force oder so Attacken, oder keine Ahnung, oder Brute Forcen, wie auch immer. Und ja, wie gesagt, bei mir, ich glaube halt ehrlich, da werden mir sicherlich viele zustimmen, das ist halt
Der totale Dreck. Das ist halt so. Leute, die gehackt werden, zu 99%, die Typen haben ihr Passwort weitergegeben. Mehr ist da auch nicht. Deswegen, wieso soll ich dann extra Arbeit auf mich nehmen, nur um dem Typen seinen Account wiederzugeben, wenn ich weiß, dass er das Passwort dem dann eh wieder geben wird oder einem anderen geben wird und dann wird dieselbe Scheiße von vorne beginnen. Deswegen, wieso sollte ich das dann machen? Da schreibe ich dann einfach, hier, wende dich an Support, die sind für sowas zuständig und das war's. Aber lass mich in Ruhe. Gut, bei manchen kann man das eben nicht so nachweisen, hat er denn wirklich weitergegeben oder nicht, aber wie gesagt, ich meine, mein Account, hä? Bis jetzt ist da auch noch nichts passiert. So. Und deswegen... Aber gut, ja, vielleicht bei dem einen oder anderen ist es eben der Freund. Oder, was auch krass ist, diese, ach, so tollen Kristall-Hacks oder EP-Hacks. Oder noch krasser sind die Leute, die im Chat schreiben, hey Leute, ich kann euch mal 1 Million Kristalle verschaffen, ich brauche nur euer Passwort, kommt in eine private Schlacht und so, wir besprechen das alles. Weißt du, das sind eben die Ursachen für sowas. Meiner Meinung nach, die Hauptursachen, warum überhaupt Accounts gehackt werden. Oder, naja, das ist ja kein richtiges Hacken mehr. Es ist einfach nur Dummheit. Und dann soll man solchen Leuten helfen? So, hä? Alter, sollen die Typen noch aus Fehlern lernen und ihr Account ist dann weg, aber Pech gehabt, so. Muss man einfach mal so sagen. Das ist meine Meinung. Also, jetzt mal ehrlich. Als ich 12 war, dachte ich auch so, benutze ich jetzt diesen Hack? Also jetzt nicht für Tank, also das wäre ja wohl peinlich, aber ich meine mal, für andere Spiele so, benutze ich das? Im Video scheint es zu funktionieren. Aber wenn man mal logisch an die Sache rangeht, dann weiß man, dass es gar nicht stimmen kann. Oder sowas wie, hey Leute, folgt diesem Link, spielt euren Account auf das und das Level und dann kriegt ihr komischerweise 1 Million Kristalle. Ist so ein Admin-Hack so, ne? Mhm. Natürlich, und dann hast du halt so ein Link, wo du dann bei dem in der Liste eingetragen bist und für jedes Level Up oder Banken bekommt er eben dann 10%, so, ne? Kennen wir ja alles, diese ganzen Links und so. Und die werden, ja gut, manche sind so geil und verteilen sogar ihre Links unter meinen Videos, aber die Links, die lösche ich eigentlich sofort und sperre eventuell noch die Nutzer für meinen Kanal, damit da eben keine mehr kommen. Manche senden aber auch gleich ihre ganzen Hacks und so weiter, ihre angeblichen Hacks, jo, die werden natürlich dann auch von mir ein bisschen dezimiert. Aber ich meine mal, wer sowas benutzt, ist selber schuld. So, allein schon, jetzt mal ehrlich, hätte ich eine Sicherheitslücke gefunden, wie man an Kristalle kommt, wäre ich definitiv nicht so blöd und würde die public stellen. Dann würde ich die für mich behalten und nicht ein Wort darüber verlieren. So. Aber, hä? Jetzt mal ehrlich, die Leute, die dazu in der Lage sind, irgendwelche Sicherheitslücken zu finden und sie dafür natürlich noch auszunutzen. Erstmal Respekt, Leute. Aber wieso sollte man dann so blöd sein und das Ganze so public machen, in YouTube verbreiten und so weiter? So, hey Leute, wir haben hier einen Hack für euch. Ja, der funktioniert perfekt. So, die Leute schauen schnell rein. So, oho, oho, oho. Aha, so geht das ja. Schön und zack, gefixt. Und der Hack bringt nichts mehr. Hä? Also, ich meine mal, in anderen Spielen gibt es auch Sicherheitslücken und da wird genau dasselbe Verfahren gemacht. So, man hat die Lücken, aber man stellt sie nicht public, sondern man sagt, Leute, für 10 Euro gebe ich euch 1 Million. Ich sag euch nicht, wie ich das mache, ihr müsst mir einfach nur euren Namen geben und ich mache das für euch. Solchen Dingern könnte man eventuell noch vertrauen. Oder dem würde ich noch mehr vertrauen als solchen Programmen. Vor allem, wenn man sieht, wie die Programme aufgebaut sind. Ich meine mal, das sieht aus wie hingekackt. So, jetzt mal ehrlich. Vor allem vom Design her und wie das Ganze gemacht wurde. Das sieht so scheiße aus. Diesem Programm kann man einfach nicht vertrauen. Und wenn man es trotzdem macht, dann ist man blöd. Oder man hat noch nie ein ordentliches Programm gesehen. Ich meine mal, Prodicava ist jetzt auch nicht gerade ein Meisterwerk. Vom Optischen her. Aber für die Optik bin ich nicht wirklich zuständig. Ich bin dann eher nur so für den Code zuständig oder dass das Programm läuft. Das mit den Grafiken und so müsste dann ein anderer machen, aber ich meine mal, ein bisschen schön. Es sollte schon ordentlich aussehen, ja, okay. Jo, aber
Wenn ich das so sehe. Hui! Und runter. Eventuell war ich doch ein schlechter Facebook-Mod, wenn ich das jetzt so betrachte. Dass ich gesagt habe, man schreibt den Support an, Alter, und nicht mich. Aber, ey, jetzt mal ehrlich. Im Grunde habe ich ja das Richtige getan. Auch wenn man sich damit ein bisschen Arbeit ersparen könnte, aber pff, was soll's. Ja. Oder generell. So. In der nächsten Folge rede ich dann mal über meine Wünsche in Tanki, was unbedingt umgesetzt werden sollte. Und, ja. Seid auf jeden Fall gespannt, aber dieses Ganze, ich wurde gehackt und rettet mich, Leute, und und ich kann nicht mehr, und was soll das jetzt? So, das, das verstehe ich einfach nicht. Ich würde sagen, Pech gehabt. Den Account, den sollte man gar nicht mehr freischalten oder so, oder generell dem Typen wiedergeben. Der hat halt eben Pech gehabt, da muss er einen neuen anfangen. So. Weil, wie gesagt, die Hauptgründe für sowas ist eben das. Und das ist ja eigentlich laut AGB verboten. Wieso sollte man denen also wieder eine Chance geben? Hä? Verstehe ich nicht. Deswegen. Also, das hat für mich wirklich wenig Sinn. Wieso man das überhaupt macht. Aber, was soll's. Kann man ja nicht ändern. Naja. And we're gonna let it burn. Ach komm schon, Alter, was ist los mit dir? Lass den verbrennen. So, was sagt ihr denn eigentlich zu diesem ganzen Schwachsinn, ich wurde gehackt und so weiter? Aber für mich ist es halt einfach so, Leute, die ihr Passwort anderen geben, sind selber schuld, wenn irgendwann mal der Account weg sein sollte. Also, ist halt so. Da haben sie eben Pech gehabt, aber pff, who cares? So, ansonsten schreibt mal, wie ihr dazu steht. Und, jo. Dann sehen wir zum nächsten. Wie gesagt, dann mal mit meinen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Forderungen. Oder einfach mal, Forderungen hört sich schon wieder ein bisschen scheiße an. Oder sagen wir einfach mal, mit meinen Ideen. Ja, das ist besser. Wuhu. Mit meinen Ideen und Vorschlägen. Vielleicht denke ich ja dasselbe wie ihr. Vielleicht auch nicht. Seid dabei. Und Newsland ist morgen 16 Uhr online. IP-Adresse findet ihr im entsprechenden Newsland-Video. Was übrigens auch heute hochgeladen wurde. Jo, also bis dahin, wir sehen uns dann entweder am Samstag auf dem Server oder wann auch immer. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen und seid auch nächstes Mal dabei, wenn es heißt, der Herr News, der regt sich mal wieder auf und riskiert einen Bann. Nee, ich fahre hier außenrum. Außenrum ist schön. Hui, da wird man sogar von vielen angegriffen. Wuh, ich kann fliegen. Ja. So. In dem Sinne, ich gehe hier raus und sage tschüss und bis morgen oder so. Wuhu. Tschüss.